Ach nö. In meinem Video habe ich die einzelnen Schritte meiner Arbeit dokumentiert, die als Hilfestellung gedacht sind. Es handelt sich hier nicht um eine offizielle Anleitung. Ich hafte daher nicht für Schäden, die bei, durch oder aufgrund der Reparaturen entstehen. Hi Leute, heute wieder mal Vectra B. Hat man ja eben gerade gesehen, die Zentralverriegelung will nicht. Wenn ich jetzt praktisch zudrücken will, geht sie gleich wieder auf und auf der Fahrerseite dieser ja, Pin bewegt sich überhaupt nicht und lässt sich dann praktisch, macht er gleich wieder die Tür auf. So, probieren wir das Ganze mal mit dem Zuschließen. Das geht. Auf auch. So, wenn wir jetzt aufschließen. Auf geht er. Jo, da scheint irgendwo ein Defekt zu sein. Also fange ich jetzt mal an, nach dem Fehler zu suchen. Und meistens liegt der Fehler innen an der Tür, wo das Kabel auf die Tür übertragen wird, praktisch das flexible Kabel, wo dann da vom Kabelsatz da reingeht. Und da gucken wir erstmal, ob wir da eine Kabelunterbrechung haben. Weil das ist auch meistens am einfachsten, mal nachzukontrollieren. Also. Wir gucken jetzt mal in den Stecker rein, ob wir hier in dem Kabel einen Kabelbruch finden. Und ja, und dazu muss auch die Zündung aus sein, weil nämlich hier das Airbag-Kabel drüber für den Sensor geht, nicht, dass man da einen Fehler bekomme und den nachher wieder rausgelöscht werden muss. Also, gehen wir mal hin, machen mal hier die Sicherung hier oben ab. Dann drehen wir den mal so raus. Dann haben wir den ja schon mal so in der Hand. Hat er hier so Nasen drin, drei Stück an der Zahl. Die hebeln wir jetzt mal so ein bisschen vorsichtig raus, dass wir danach den Gummi abnehmen können. Zwei, einer fehlt noch. So, das schieben wir mal zurück. Jetzt können wir hier drunter gehen. Und können den Gummi anheben, vorsichtig, dass wir den hier los haben. So, ich schaue mir das Ganze jetzt mal aus der Nähe an, weil das mit der Kamera zu filmen wäre jetzt echt schwer, weil man dann sonst nichts sieht, weil ich muss das noch näher begutachten. So, ich habe jetzt hier an jedem Kabel mal gezoppelt, außer aus dem gelben, das brauche ich nicht, das ist für den Airbag. Und konnte da jetzt nichts feststellen, also vermute ich mal, dass hier kein Kabelbruch ist und vermute mal, dass der Stellmotor hinüber ist. Also können wir das Ganze hier wieder zusammenbauen. Schieben wir ein bisschen zurück. So, den Gummitüttel da wieder drüber machen, dass er schön abschließt, dass da kein Wasser kommen, reinkommt. Machen wir das hier so wieder zusammen, dass das Ding hier über diese Lücke da ist. Gucken, dass der Stecker schön überall verrastet ist. Da ist er noch nicht. So, gehen wir an die Tür. So, also machen wir mal hier die Verkleidung ab und dann legen wir mal los. Als erstes gehe ich mal vorsichtig hin und hebel den hier mal so raus, weil dahinter befindet sich eine Schraube, dass wir hier keinen Kratzer reinmachen. Natürlich auch noch Kunststoffteile, wo man hier reinschieben kann, dass man da kratzfrei raus, aber ich krieg das auch so hin. Jawohl, ja. So, dahinter befindet sich eine. So, den machen wir auch ab, den Hebel. Weil hier hinter befindet sich noch eine. Und ich glaube, hier ist auch noch eine. Und hier unten haben wir eins, zwei. Auch drei Stück. Fangen wir also mal an, hier unten die aufzuschrauben. Nee. So, erst noch das hier. Den Licht hier ausbauen. Na komm.
Was? So, machen wir das hier oben vorsichtig raus. Oh, das ging aber leicht raus. Ah, ist noch einer drin. Ist nur ein Clips drin. Prima. Machen wir da oben. Ah. Okay, hier ist auch noch eine Schraube drin. Nicht, dass man sie kaputt mache. Gut, dass ich mir geguckt habe. So, jetzt tun wir mal hier vorsichtig ziehen. Hier, die sind eingeklippt mit so Pins. Hier vorsichtig hier raus machen und hier aus dem Lautsprecher raus. So. Das Ganze hier los. Jetzt heben wir das nach oben raus, weil das noch hier oben drin hängt. Ja. Das Kabel hier unten und ein Licht noch. Einwandfrei. So, dass wir natürlich besser drankommen, machen wir das Fenster hoch. So, jetzt versuche ich das jetzt hier verstörungsfrei ein bisschen abzubekommen. Das wird jetzt schwer sein, weil der Kleber ist auch schon uralt. Und es geht auch ohne. Aber wir machen es ein bisschen warm. Jetzt noch einfacher. Ja, das war zu heiß. Das ist Gefühlssache hier. Also wirklich nur ganz kurz dran. Warte, was ist mehr drin? Ja, weiß. So, jetzt hätten wir schon mal die Türfolie ab. Jetzt müssen wir gucken, dass wir den Stellmotor da rauskriegen. So, ein Schwenk mal in die Tür hinein, da sieht man schon mal mehr. Und da sehen wir auch den Stellmotor da hinten drin. Und da oben ist auch der Stecker, wo er angeschlossen ist, prima. Und da hinten dran sind die ganzen Gestänge, wo dann drüber an den Türgriff geht und an den Innentürgriff geht. Und die müssen wir dann auch alle teilweise aushängen. Das ist gar nicht so einfach. So, um den Stellmotor jetzt hier auszubauen, tue ich mir jetzt noch am Anfang noch ein bisschen schwer, weil ich diese Schiene von diesem elektrischen Fensterheber, wo die Scheibe geführt wird, die könnte gleich jetzt als nächstes ausgebaut werden, um da leichter dran zu kommen. Ja, das tut dann enorm die Arbeit erleichtern. So, ich gehe jetzt mal hin und probiere mal den neuen aus. Dazu drücke ich das hier jetzt mal für den Kabelsatz da rein. Ich gehe da mal mit dem Schraubenzieher rein. Und somit kommen wir schon mal an das Kabel her. So. So.
Jetzt können wir mal den neuen testen. Der neue ist ja dann so drin. Also schließen wir mal das Kabel hier an. Ist das fest? Jawohl. So, also probieren wir das Ganze mal aus, ob das mit dem neuen Stellmotor klappt. Das brauchen wir dann nicht einzubauen, wenn der ja nicht geht. Also machen wir mal hier die Verriegelung zu, dass wir abgeschlossen haben, dass die Tür praktisch zu ist. So, und hier haben wir praktisch den Pin, der dafür zuständig ist, den Pin hier hoch und runter zu fahren. Ja, dass man sieht. So, er steht jetzt oben. Er müsste jetzt, wenn ich jetzt auf zudrücken, müsste er runterfahren. Aha. Dann können wir mal versuchen aufzumachen. Von außen Türgriff ziehen. Funktioniert auch nicht. Prima. Jo. So, dann können wir jetzt auch nochmal alle anderen Funktionen testen hier. Das ist hier praktisch zuschließen. Ja, funktioniert. Die Entriegelung von innen geht auch. Prima. Den nehmen wir. Ich mache jetzt erstmal das Ding hier ab, weil das stört mich praktisch hier, um da reinzugreifen. Drücken wir den hier raus. So. Jetzt ist das, glaube ich, nur geschoben. Jawohl. Dann machen wir mal den Pin hier ab. Ich habe jetzt eben gerade nochmal genauer geguckt, wie ich das rausbekomme. Und ich werde nicht drum rumkommen, den Türgriff rauszumachen, beziehungsweise das ist dann auch einfacher für mich dann, die Geschichte auszubauen. Weil dann komme ich von der Seite, kann ich auch nochmal da dran kommen, weil ich ja für das Schloss auch noch aushängen muss. So, also schrauben wir das erstmal los. Die erste Schraube kommen wir hier dran. Ganz gut. Die erste Schraube. So, gehen wir an die zweite Schraube hier. Nicht reinfallen. So. Jetzt bekommen wir das hier schon mal los. So, hier unten sind noch so kleine Klipse. Das muss er rausbekommen, die müssen wir nach oben drücken. Da drüben wird auch noch einer sein. Wie ich da dran komme. Mit dem Finger. Ja. Nehme ich mal einen langen Schraubenzieher, vielleicht komme ich da dran. So, hier sieht man, dass ich mich da rumquäle, weil ich das, die Schiene innen drin nicht ausgebaut habe, sondern hätte ich das Innenschloss praktisch als erstes rausholen können und dann den Türgriff rausholen, wäre dann viel einfacher gewesen. Machen, vielleicht kriegt man so hier was heraus. So, das ist schon mal ab. So. So, hier ist noch eine Schraube vom Fensterheber, die mache ich jetzt mal auf. Vielleicht kann ich das Ganze hier ein bisschen wegmachen, dass wir hier ein bisschen mehr Platz kriegen. Ha 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 ha.
So, hier sieht man jetzt die lose Schiene und ja, jetzt erkennt man auch, wenn man jetzt den Stellmotor ausbauen will, muss man die Schiene ausbauen. Also gleich am Anfang die Schiene raus und da tut man sich wirklich sehr einfach damit. So, jetzt haben wir ja eigentlich fast schon alles ziemlich lose. Hängt ja nur noch das und das dran. Das werden wir vielleicht gucken, dass wir das so ausbauen, wenn wir das jetzt hier ausbauen. Also das heißt jetzt hier die drei Schrauben raus. Schon mit schon lose. Um den langsam hier unten abzulassen, irgendwie rauszubekommen. Ach, wie gut, dass niemand weiß. Die Schiene kann man auch rausnehmen. Aha. Jetzt erklärt sich auch einiges, warum bei mir der Fensterheber beim Runterfahren immer so schwergängig geht. Der ist eigentlich gar nicht mehr richtig in der Führung gelaufen. Ja, machen wir dann auf dem Rückweg auch noch. Gut. Hier oben wird es auch eingegangen. Muss man mal reingucken, ob man das dann sieht. So, Schiene ist draußen. Ach komm, stell ich das so an. Und voilà. So, jetzt müssen wir noch das hier abmachen. Das brauchen wir ja wieder. Das geht nach unten ab. Ach nö, jetzt fällt das alles auseinander. So, legen wir alles hier hin. So, das hing hier auch noch. Voilà, ist ab. Damit lässt sich arbeiten. Den brauchen wir auch für den neuen. Sehr schön. So, kommen wir nun zum Zusammenbau des neuen. Und als erstes fange ich hier außen an, den hier zu setzen, hier rein zu klipsen, dass wir den dann später hier so hinkriegen. Der kann dann noch so ein bisschen wegstehen, ist aber egal. Sonst den kriegen wir später nicht mehr richtig hin. Mal hier innen so durchziehen. So, und dann wir mal auf die Einbauposition legen. So. Als nächstes tun wir den Griff einsetzen. Der kommt dann hier praktisch so rein. Also praktisch sitzt das so das Ganze, aber das kommt dann hier dann so rein. Das machen wir dann von außen jetzt. Da ist der Penibel, da müssen wir rein. So, als nächstes setzen wir das Schloss hier komplett ein für die Halterung, auch für den Griff, wo wir dann verschrauben werden. Ja, und dazu müssen wir in dieses Loch hier gehen wir praktisch hier so rein. Gucken, ob man das sieht. So gehen wir rein und dann können wir das dann so und dann können wir das dann hochbiegen, dann ist das dann hier drin. Also brauche ich auch noch ein wenig Licht hier drin. Ist es, da drücken wir es rein, hoch.
Also mal hinten dran vorbei. Dann haben wir es drin. Jetzt tun wir es verschrauben. So, als nächstes kommt das ganze lange hier dran für den Griff. Und der muss hier rein. In dieses Loch. Ganz rein, ja, geh mal rein. Und wenn das dann drin ist, so, dann können wir das dann praktisch dann auch verrasten. Nehmen wir einen Schraubenzieher und drücken das dann nach oben, dann ist das da drin verrast, dann kann es auch nicht mehr rausfahren. Ja, aber das andere fällt raus. Das ist schon mal drin. Jetzt müssen wir es nur noch verrasten. Verrastet ist es. So, dann können wir das auch hier wieder ranmachen. So. So, als nächstes können wir jetzt das hier endlich jetzt hier das Plastik hier verschrauben. Das setzen wir hier rein, dann darüber. Dann haben wir hier so ein Loch, das haben wir ja vorhin da abgeschraubt. Schrauben wir es auch wieder drauf. Und gut ist. So, als nächstes tun wir die Stange hier wieder einsetzen. Ich habe das jetzt hier ein bisschen innen drin ein bisschen festgeklebt, dass das nicht mehr so rutschen kann. Ich vermute mal, dass hier oben der Fehler ist, weil hier schon was abgebrochen ist, aber das ist halt bei dem Baujahr so. Müssten wir neu machen, aber ne. Gut, die hat hier oben eine Nase, die muss reinsetzen, dann können wir das dann hier unten dann verschrauben. Die Nase da oben zu finden ist etwas schwer. Ich versuche mal das zu zeigen. Da muss sie, glaube ich, rein. So, also das hier rein. Jetzt gucke ich mal, ob ich das da oben finden tue, ob ich da reinleuchte. Ich glaube, das ist besser, wenn man das hier noch draußen lässt. Dann hat man hier ein bisschen mehr Spielraum. Hier auch noch festziehen. So, machen wir jetzt den Stecker mal da drauf. Praktisch der Stecker wird so drauf gesteckt und dann praktisch schon von oben verrastet. Soll aber kein Problem sein, das ist, glaube ich, die einfachste Übung. Ja. So. Zentralverriegelung funktioniert. Machen wir hier mal auf.
So. So, dann können wir das, habe ich vergessen, hier drauf einzuklicken für das Kabel, dass das fixiert ist hier drin, dass es nirgendwo rumfliegt. Können wir eigentlich jetzt die Folie wieder drauf machen. Mal gucken wir mal, ob wir, wenn wir sie heiß machen, ob die dann noch kleben tut oder ob wir da irgendwie selbst kleben müssen. Werden wir dann sehen. So, als nächstes bauen wir hier die Türpappe wieder ein. Wir haben auch hier unten so Pins. Die müssen noch alle ganz sein und drin sein. Dann sollte das Ganze funktionieren. Und den einen Stecker müssen wir hier unten für die Beleuchtung hier wieder durchstecken. Und der Rest kommt dann hier oben wieder raus. Sollen wir eigentlich hinkriegen. Also, erstmal den Türpin hier oben rein. Drücken das Ganze an die Scheibe, dass wir da oben wieder reinkommen. Rein, erstmal da hinten rein, so. So, jetzt hier die Kabel raus. Das Kabel hier unten durchgehen. Und dann kommen wir raus. So, dass das Ganze hier so sitzt. So, haben wir alle vier Pins reingedrückt. So, können wir nun den Halter hier montieren. Ja, dazu schließen wir erstmal die Stecker hier an. Den Lautsprecher wieder. So. Kommt hier noch ein vereinzelte hier oben hin. Gut, das ist wieder fest. Dann können wir den hier reinsetzen. Vergärtung. So, jetzt haben wir noch drei Schrauben hier unten. Prima, und das ist die Lappe hier noch. Voilà. So, jetzt zerlegen wir das Ding mal fachgerecht, aber das wird so einfach nicht gehen, weil das ist ja alles hier miteinander ja verpresst und all so Müll. Dann geht es wahrscheinlich ohne Zerstörung, geht sowieso nicht kaputt.
Klappe, das ist mir jetzt auch egal. Wir liefern jetzt das Gerät. Ich will mal gucken, wie das da drin aussieht. Das interessiert mich auch. So, hier haben wir schon mal eine Mechanik aufgelegt. Ach, ist da jede Menge Mechanik. So. Ja, ist der Rest auch noch fortgeflogen. So, jetzt habe ich das mal zerlegt, das ganze Teil. Und natürlich kann man jetzt nicht mehr reparieren oder sonstiges. Das ist eigentlich ein Wegwerfprodukt, wenn das Ding kaputt ist. Und hier sind die ganzen Elektrikrahmen, was es gibt. Also praktisch ein Motor. Und ich vermute mal auch, dass der Motor hier kaputt ist. Und hier sind die kompletten Mikroschalter. Hier ist auch nochmal eine Ansteuerung für auf und zu. Hier ist also die ganze Mechanik und die ist eigentlich auch ganz einfach. Wir können jetzt hier unten so verriegeln. Jetzt haben wir unten die Tür zugemacht praktisch. Jetzt haben wir dann praktisch verriegelt, dass wir praktisch nicht mehr aufmachen können, wenn wir jetzt hier machen. Also er geht dann praktisch nicht mehr auf. Wenn wir wieder hier auf freigeben, wäre jetzt so. Und oder hier unten mal wieder öffnen. Ja, und ich vermute mal bei der ganzen Geschichte, dass die Schalter hier noch alle in Ordnung sind, dass es den Motor gehimmelt hat, weil wenn man da gucken tut, was das für ein Motor ist, also... Wo habe ich das näher dran krieg? Ah, das ist so ein stinknormaler kleiner Motor. Auch wann, irgendwann ist er der mal verschlissen. Gut. So, jetzt probieren wir das Ganze hier mal aus, ob das jetzt funktioniert. Einwandfrei. So gefällt mir das. Also war hier nur der Stellmotor defekt. Den hatte ich mir aus der Bucht organisiert. Ja, für ein paar Euros. Und sieht mir ja. Wichtig ist halt, dass man den richtigen holt. Muss man halt gucken, welche Kennbuchstaben verbaut sind. Kann man sehen, wenn man hier bisschen aufmacht von der Pappe her und dann hier so reinguckt, wenn die Scheibe unten ist, kann man schon die Buchstaben sehen. Ich glaube, es gibt da zwei verschiedene, bin mir aber da nicht sicher. Guck lieber mal vorher rein, dass er genau die richtigen bestellt. Ja, ansonsten war das jetzt, muss man gucken, wie man zusammenbaut. Am besten auch gleich die Schiene von dem Fensterheber hier runter gleich ausbauen. Dann tut man sich echt leichter, hätte ich nicht gedacht. Aber ja. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich gerne über einen Daumen hoch. Wenn ihr selbst schon mal so eine Reparatur gemacht habt, schreibt mal in die Kommentare, was, wie ihr da zurechtgekommen seid. Ja, ansonsten sehen wir uns wieder, wenn es wieder was zu schrauben gibt. Bis dann.